Hallo und herzlich willkommen zurück bei Jedi Knight at Jedi Academy. Es ist etwas passiert. Wir brauchen dich zurück in der Academy. Auf geht's. Kyle und ich haben großen Hass in dir gespürt, Jaden. Du musst ihn kontrollieren lernen, sonst führt er dich zur dunklen Seite. Das letzte Mal hieß es ganz anders, aber jetzt ist es so... Läuft. Okay. Wir sind sauer auf Rosh. Ich habe euch hierher gebeten, da ich beunruhigende Neuigkeiten habe. Jemand ist bei mir eingedrungen und hat höchst wichtige Daten über Orte eingesehen, an denen ich eine starke Präsenz der Macht gespürt habe. Orte wie die Wolkenstadt, Horth und Biss. Was außer einem Tagesausflug kann man damit anfangen? Auf jeden Fall nichts Gutes. Ich glaube, dass das Zepter, das Jaden sah, irgendwie die restliche Macht vom Massassi-Tempel entzogen hat. Die Macht entzogen? Wie geht das denn? Ich bin nicht sicher, aber ich weiß durch die Jedi Holocrons, dass in der Vergangenheit Objekte erschaffen wurden, die Energie der Macht speichern können. Die Leute, die Jaden sah, könnten einen Weg gefunden haben, die Energie der Macht mit diesem Zepter zu sammeln. Was sich als gefährlich erweisen dürfte. Und was planen wir daher? Wir müssen die Orte aus meinen Aufzeichnungen untersuchen. Daran werden alle Schüler teilnehmen. Corin, du gehst nach Wayland. Kyle, du siehst dich im Tal der Jedi um. Endlich etwas Action! Warum sollte jemand die Energie der Macht stehlen? Keine Ahnung. Du machst dir zu viele Sorgen, Jaden. Ich wette, dass diese Kulttypen gegen einen Jedi keine Chance haben. Wir sind aber noch keine Jedi. Wir sind nur Schüler. Ihr mögt nur Schüler sein, aber ihr macht beide große Fortschritte. Übertreibt es nicht. Jaden, ich sende dich nach Horth, wo ich eine Vision von Obi-Wan Kenobi hatte. Dort wird eine sehr starke Aura sein. Rosh, du begibst dich zu den Resten des Planeten Biss. Er liegt sehr abseits und der Kult kann dort kaum gewesen sein. Bleibt nicht zu lange, die Hinterbliebenen könnten dort noch aktiv sein. In Ordnung. Dann hätten wir alles. Möge die Macht mit euch sein. Viel Glück, ruf mich, wenn du Hilfe brauchst. Oh, Alter, der nervt mich. Der nervt mich so heftig gerade. Kannst du keinem erzählen. Ach so, wir konnten keine Macht ausführen. Na ja, gut, okay. Dann ist das jetzt so. So, untersuche den Ort von Lukes Vision von Obi-Wan im Ödland von Hoth. Bin gespannt. Hoth ist ein cooles Level. Muss man schon sagen. Hoff sieht einfach gut aus. Nichts. Irrt sich Meister Skywalker bei diesem Ort? Vielleicht. Was ist das? Oh. Sollte ich mir mal näher ansehen. Markierungen. Tauntauns? Mit einem dieser Tauntauns kann ich eine größere Distanz abdecken. Oh, wie cool. Juhu. Tauntaun-Spaß. Alter, ist der flott. Das Imperium? Hier? Oh, ist das cool. Tauntauns. Tauntauns und das Imperium. Oh Gott. Knall. Oh, 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 oh. Tauntaun, beweg dich. Oha, der versucht mich gerade gut zu treffen. Warte mal, den kriegen wir noch. Okay. Batz. Oh Gott, der arme Tauntaun. Ich glaube, wir müssen aber eh absetzen. Kann ich absetzen? Ja. Nee, kann ich gar nicht. Hahaha. Ich bugge. Oh. Sehr gut. Ich hab ihn doch noch besiegt. Okay, krass. Oh, ich wusste gar nicht, dass man das aus der Third Person alles machen kann. So. Okay, also hier kommen wir mit dem Tauntaun anscheinend nicht rüber. Ich will dir nicht wehtun. Chill, Bruder.
Okay. Ja. Aua. Kannst du dich mal bitte verziehen? Danke. Du nervst. Aua. Ey. Ja, toll. Kannst du nichts machen. Ich konnte mich gerade nochmal retten anscheinend. Ja, moin. Bitte was? Was? Ich habe ihn gerade den Arm abgesäbelt, als er mich festgehalten hat. Bitte was? Alter. Oh ja, hier bekommen wir ein bisschen Leben zurück und so. Okay, sehr gut. Alter, aber der hat mich echt voll gebackt hier, Alter. Das kannst du keinem erzählen. Zum Glück konnten wir uns irgendwie bewahren. Hui, hui. So, jetzt gucken wir mal. Wir könnten auch total Gas geben, aber wozu? Gibt's hier wieder Towntowns? Ah, es gibt hier erstmal Gegner. So, dankeschön. Hab ich dich. Okay, anscheinend... Oh, was bewegt sich da? Oh. Hier gibt's diesmal in zwei Richtungen. Komm schon. Danke. Wow, was ein Move. Sorry. Sieht aus, als käme man von hier rein. Ich muss einen anderen Weg finden. Vielleicht doch dann die andere Richtung? Ich muss schon zugeben, das Spiel sieht so... Also, die Moves sind so gut geworden jetzt. Also, auf geht's. Auf geht's mit den Towntowns. Jo, sieht gut aus, dass wir hier lang müssen. Ist da jemand? Hi. Oh, Moment mal. Da ist ein AT-ST. Oha! Der hat meinen Taunton umgetötet. Getötet. Irgendwo da hinten kommen die Schüsse her. Der steht einfach hier. Ja, genau. Richtiger Move. Finde ich schon mal sehr gut, dass du das so machst. Einmal durchschnippeln, danke. Alter, der AT-ST hat einfach meinen Taunton umgebracht. Warum? Oh. Hi. So. Komm ich hier rein? Jo. Doch. Also erstmal muss ich das Ding kaputt. Und jetzt ärgere ich die. Tju. Okay. Das hat nichts gebracht. Ich ärgere die mal. So, der eine ist weg. Nein. Aber hier. Können wir ganz viel Leben absahen. Okay. Es geht anscheinend hier rein. Jo. Einmal, zweimal und dreimal. Und den habe ich sogar was abgesäbelt. Um kurz meinen Fallschaden wieder rückgängig zu machen. Guck mal. Was machen wir am besten mit dem? Ich weiß was. Nein. So, dann halt so. Hat er wieder was verloren? Ich hoffe nicht. Verschlossen. Warte. Kein anderer Eingang, ne? Dann geht's wieder hoch. Wie gibt man sich so viel Mühe? Absorption, ja gut, brauchen wir halt im Moment noch gar nicht. Ah, also wir müssen dann anscheinend hoch. Die Mission? Oder? Okay. Ich habe eine Idee. Habe ich den gerade getroffen? Alter, komm her! Du sollst mir nicht in den Rücken ballern. Immer schön den Gegner vor dich halten. Okay. Ja, das ging jetzt nicht anders. Die Rolle hatte ich. Krass. Die feuern einfach. Wie cool. Das ist ein echt ein kleines, cooles Gimmick. Muss man echt schon zugeben. Moment mal. Wir machen das hier so.
Lass mich raten. Genau. Oh, Versteck. Verstecke sind immer cool. Gerade wenn sie uns vielleicht Vorteile bringen. Okay, also hier haben wir es versucht. Kommen wir hier rein? Nö. Ah, die Tür unten. Ja. Ich wäre fast runtergefallen. Okay, ich hoffe, wir bekommen jetzt nicht unten Besuch. Ja, mach den Zug. Ich guck, ich hab grad nochmal geguckt, ob wir irgendwas benötigen, aber nee. Okay. Oh, hier ist kalt. Oh Mist. Gerade wollte ich mir den Dialog hier auch antun. Weil die Dialoge sind so cool teilweise. Aber ich bin zu schnell reingegangen. Ah, schade. Die Dialoge, wie gesagt, sind ganz große Klasse. Also da muss man schon sagen, da haben die sich, die Entwickler, echt Mühe gegeben. Also es ist halt auch so, es sind halt so Smalltalk-Sachen, ne? So, ja, ich habe dies und das gemacht in meinem Leben und... Ja, das sind halt so richtig nette Menschen, in Anführungsstrichen. Ich meine, das sind nochmal Stormtrooper, aber... Die sind nett, das sind nette Menschen, so. So, man lernt den Menschen dahinter kennen. Okay, hui. Einmal ein bisschen Leben, passt schon. Alter, wenn man so als Jedi hier reinkommt. Hi. Ein durch. Zwei durch. Und? Jawollo. So, jetzt geht's ab nach oben, mal schauen. Also im Moment ist es ja nur eine Infiltration. Okay. Also die Infiltration ist noch easy im Moment. Ah, komm. Jetzt. Aber das ist krass, was wir da alles abschneiden können. Das klingt jetzt irgendwie heftig, aber... Ah, lass mich raten. Da kommen Gegner. Hallo. Sterbi. Was das? Jo. Vielleicht sollte ich den Signalen weiter folgen. Okay, Signal. Wir haben hier keine Towntowns, ne? Oh Gott. Da feuert schon was auf mich. Ist nicht so cool. Okay, aber wir können die Schüsse abwehren. Wir kümmern uns erstmal um das Ding hier. Warum bewacht denn niemand diesen Schrotthaufen? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Ich wollte es nur nicht sagen. So, das Ding ist weg. Was habe ich denn da? Das ist ein Loch. Was habe ich denn da kaputt gemacht? Eben. Hallo? Na komm. Ich komme hier nicht rein. Doch, ich komme rein. Natürlich komme ich rein. Was glaubt denn ihr? Oh, moin. Hallöchen, Popöchen. Oh. Jawohl. Komm, das nächste Level nehmen wir mit. Wir sind erst bei 13 Minuten. Dann machen wir halt hier so. Ne? Machen wir, denke ich mal, so richtig schöne lange Folge, weil das ist eigentlich eine zusammenhängende Mission jetzt hier. Wir haben ja sonst immer so kurze Folgen gehabt. Jetzt machen wir mal eine länger. Wir haben, ganz kurz, keine Verbesserung bekommen. Wir hatten ja sonst immer sowas. Irgendwelche Besonderheiten? Nein, Sir. Bleiben Sie wachsam. Wir haben den Kontakt zur Grenzpatrouille verloren. Könnte am Sturm liegen. Oder den Wampas. Die sollten einen besser nicht überraschen. Okay. Ich zieh den mal kurz Leben ab. Ich hab nämlich gerade gemerkt... Er hat nichts mitbekommen. Wie kann man denn nichts mitbekommen haben? Alter. Zumal ich kam da ja mit Ach und Krach durch und hab da irgendwie Machteingriffe gemacht und so und dann auf einmal hören die nichts. Ja. Sie stehen unter Arrest. Naja, das sehe ich ganz anders. Noch. Okay, da. Warst du schon in Hilfshalle B? Ja, warum? Ich dachte, ich hätte da was gehört. Hätte ein Wampas sein können. Wir haben alles nachgesehen, als wir dort waren. Es sind keine Wampas in der Basis. Ich weiß nicht. Da gehe ich nicht allein hin. Lass uns das jetzt überprüfen. Ich beweise dir, dass da keine Wampas sind. Wir gehen jetzt raus, ne? Gehen die? Die gehen echt. Oh, ist das cool gemacht. Ist da was?
Dafür kannst du was anderes nachgucken. Och, komm. Ich versuch's. Ich bin voll der Tryhard gerade. Okay. Dann haben wir die auch fertig. Links oder rechts? Links oder rechts? Links oder rechts? Links oder rechts? Nehmen wir links. Mal gucken, was hier kommt. Ja, danke schön. Greif deinen Kollegen weiterhin an. Ich finde das sehr sinnvoll. Ja, der ist tot. Ja. Das habe ich mir auch schon so gedacht. So, versuch mal so einen Jedi unter Arrest zu stellen. Das wird keine gute Idee sein. Okay, wir nehmen noch ein bisschen Schild mit. Hui, ein Labor. Alter, was haben die denn hier gemacht? Ist das eine Arztpraxis? Also so ein Arztding? Zack. Zack. Wir müssen nicht mehr weiter reden. Ah. Brauchen wir irgendwas? Nö. Nehmen wir unser Lichtschwert. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Wir rennen halt fast nur... Jawohl. Oh, Kontrollpunkt. Jawohl, Kontrollpunkt. Bleiben Sie, wo Sie sind. Nö. Ihr seid zu viele, oder was? Hallo? Da. Ey, Kumpel. Oh ja. Aber hier... Was, kann man, müssen wir was... Nee. Müssen wir denn doch hier lang? Ich habe keine Ahnung, wo lang. Oh. Den Typen finde ich gerade mal gar nicht cool. So, hallo? Könnten Sie bitte stehen bleiben? Dankeschön. Ich möchte mit Ihnen über Gott sprechen. Ich wollte gerade sagen reden, aber über Gott sprechen klingt ein bisschen eleganter. Oh, moin. Eben. Mein Lichtschwert braucht nur noch einen kurzen Moment. Na komm. Hör doch auf, Mensch. So, dann nehmen wir noch ein bisschen hier. Für was auch immer. So, einmal weg. Zwei weg. Oh, den hätte ich gerne noch erwischt. Schade, dass man das Geländer hier nicht zersäbeln kann. Aber klar, wie gesagt, das Spiel ist halt uralt wieder. Irgendwie haben wir so die ganzen Klassiker gerade hier am Laufen, muss ich zugeben. Die ganzen coolen Klassiker. Na komm. Nö. Der war am nächsten, hat am längsten überlebt. Also wir merken, glaube ich, meine große Schwäche gerade. Boah, das war eben aber ein Säbler. Lieber Herr Gesangsverein. Oh, Schild. Sorry, dass ich hier nicht 100% spiele. Ich laufe einfach und dann habe ich eigentlich meistens keinen Bock mehr zurückzulaufen. Also das Spiel lädt leider Gottes auch nicht so extrem dazu ein, zurückzulaufen, weil wir haben ja eigentlich alles. Übrigens habe ich einmal Star Wars Jedi Knight 2, fällt mir gerade ein, auf Jedi Meister durchgespielt. Oh, jetzt habe ich mir selber wehgetan. Das war ein Spaß. Ja, komm, geh mal drauf, Junge. Das war echt ein Spaß. Es macht auch mega Laune. Also Jedi Knight 2 ist mein Lieblingsteil. Kommandozentrale an Alora. Alora hier. Oh. Wir haben soeben die Daten heruntergeladen. Die Rebellen müssen während der Evakuierung alles gelöscht haben. Zum Glück hat der Computer alle Fluginformationen protokolliert. Und? Wir haben die Daten des Rogue-Anführers, wie er Hoth verlassen hat. Daher wissen wir, dass Skywalker nach Dagobah gegangen ist. Dagobah. Oh, dieser listige kleine Jedi. Das finde ich cool. Eine Anmerkung an die alten Teile. Erstmal hole ich mir dein Leben. Komm mal her, Junge. Weg. Oh ja, komm mal her. Greif mal an. Mach doch mal wat, Junge. Was hast du denn drauf? Kannst ja gar nichts. Hier, hast mal mein Lichtschwert gespürt. Ich bin nicht besser. Ich hole mir mal ein bisschen Leben. Hol mich doch, Jedi. Ah, komm schon. Ich zieh dir einfach Leben ab. Das klingt nicht gut. Ich sollte besser diese Alora finden. Okay, dann heißt es Alora. Wo mag sie denn wohl sein? Oh, Herr Jesus. Ich halte hier volle Kanüle drauf. Alter. Ich will schluck das Vieh.
Ist echt so. Entschuldigung. Das war jetzt gerade ein bisschen komisch. Außerdem, was macht ein Towntown hier? Hä? Das ist doch... Oh, dieses Spiel manchmal. Kontrollpunkt. Ja, Meisterin. Dagobah. Skywalker hat es nicht in seinen Aufzeichnungen erwähnt. Er muss etwas schützen wollen. Gut gemacht, mein Lehrling. Triff mich dort. Hallo. Ah, du musst der lichtschwertschwingende Störenfried sein, der unsere Grenzwachen ausgeschaltet hat. Gibt es nur noch so wenige Jedi, dass Skywalker Kinder in den Kampf gegen die Jünger Ragnos schickt? Du bist nicht viel älter. Und du bist ein guter Jedi. Ich werde dich vernichten. Machen wir erstmal das da. Okay. Wir... Alter, du bist doch doof. Oh, ich habe gehofft, dass ich die treffe. Okay, Alora ist anscheinend... Die Schülerin vom Meisterdetektiv. Oh hey. Hätte ich auch treffen können. Okay. Schnell anmachen, bevor die wieder mir den Schub gibt. Okay, das erste Mal, dass hier jetzt so ein bisschen härter mit härteren Bandagen gekämpft wird. Ich kann gerne mir einen Schub geben, also ich flieg eh nicht jetzt durch die Gegend. Na komm her. Genau deswegen. So. Oh, Mann. Die hat sich gut gewehrt. Aber jetzt habe ich sie. Drück! Warum habe ich die Kontaktmine genommen? Ich hätte draufknüppeln können. Danke. Ich weiß nicht, was ich damit erreichen will. Okay, das war easy. Selber schuld. Schwert geblockt. Jetzt haut's Wir auf. Sehen uns wieder, Kindchen. Kann ich kaum erwarten. Übrigens, die Sequenzen sind viel besser gemacht. Viel besser. Sie wissen also von Dagobah. Meister Yoda versteckte sich dort. Seine Präsenz wurde durch die starke Aura der dunklen Seite des Planeten verschleiert. Wenn sie ihn finden. Hast du etwas auf Hoth entdeckt? Nichts. Sie müssen die Energie der Macht von dort schon gesammelt haben. Das haben die anderen auch berichtet. Bespin, Endor, Coruscant, überall. Kyle, wie steht es um Biss? Roche ist noch nicht zurück. Oh. Er ist lange überfällig und wir haben nichts von ihm gehört. Ich spüre, dass er noch lebt. Ich gehe nach Biss und suche nach ihm. Dort kenne ich ein paar Leute, die mich in ein paar der imperialen Außenposten bringen können. Vielleicht finde ich dort etwas. In Ordnung. Und was ist mit mir? Ich möchte helfen. Roche ist mein Freund. Du hilfst uns, indem du hier bleibst und dein Training abschließt. Kyle hat recht. Es werden noch viele Missionen kommen. Und wir können nicht zulassen, dass einer unserer aussichtsreichsten Schüler das Training vernachlässigt. Aussichtsreich? Allerdings. Dank deiner Erfolge auf Hoth stufen wir dich als Lehrling ein. Oh. Danke, Meister Skywalker. Meister... Kyle. Versuch's nicht mal, Junge. Wir können einen Stil wählen. Schnell oder hart? Also... Oh, das ist schwierig. Weil, das ist eigentlich ganz sexy. Und das hier wäre mit Schnellen. Kann beliebig oft... Ja genau, dieser Stil verwendet keine Drehungen, kann beliebig oft eingesetzt werden. Sitzt auf eine defensive Haltung, bei der das Jedi vor den Körpern Bereitschaftshaltung führt. Okay. Achso, der Stil setzt auf eine defensive Haltung. Und das ist eine offensive wahrscheinlich. Kraftvolle, aggressive Haltung. Ich würde tatsächlich eher die defensive wählen. Die schnelle Variante ist halt... Ja, wir haben halt die Möglichkeit, dann relativ schnell dann das Schwert zu nehmen und dann halt, wie soll ich sagen, schnell die Truppen auseinander zu greifen. Ne, mit dem hier ist es halt so, mit dem Schnellen ist es halt so, da schlägst du einmal und triffst einen Jedi, aber das brauchen wir vielleicht gar nicht. Wir brauchen vielleicht einfach nur den Schnellen für die Truppen. Ich weiß nicht, wie häufig wir auf Jedis treffen werden. Und mit dem Mittleren können wir eigentlich ganz gut kämpfen.
Passt. Master Skywalker und Master Katarn haben die Akademie verlassen. Man ließ mich an, ihnen diverse Missionen zu übermitteln. Oh. Wir haben 5 neue Missionen. Ja. Ich würde aber erstmal sagen, ich verabschiede mich von euch. Ne? Und dann machen wir in der nächsten Folge eine neue Mission. Und ich hoffe, die wird ganz schön interessant werden. Also, meine Lieben, bis zum nächsten Mal und bis dann bei Jedi Knight, Jedi Academy. Bis dann.